Berichterstattung über Krisen und Kriege eigentlich nur durch Journalisten, bevor es das Smartphone gab. Seitdem aber jeder ein Smartphone haben kann, kann er Videos oder Bilder mit jedem teilen. Was das eigentlich heißt für die Wahrnehmung, für die anderen in der Welt und was es auch heißt für welche Konflikte eventuell auftreten für Hilfsorganisationen, die vor Ort sind, werden euch heute Ruben Neugebauer und Sebastian Jünemann vom Cardus e.V. erzählen. Also gebt ihm einen großartigen Applaus und viel Spaß bei dem Talk. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass so viele Leute schon sind. Ist ja nicht so einfach, einen der ganz frühen Talks zu halten. Ich würde ganz am Anfang sagen, wir sind zu dritt. Wir haben noch eine Live-Schalte. Wollten nicht nur mit zwei Typen auf der Bühne stehen. Wir haben noch zugeschaltet Fee Baumann von Hewaso Akkord, dem kurdischen Roten Halbmond. Die ist gerade in Nordostsyrien, da wo unsere Projekte auch stattfinden. Und wir hoffen, das klappt gleich, dass sie also auch so ein paar Anteile ganz live euch erzählen kann. Vielleicht ganz kurz als Anfang. Cardus an sich als humanitäre Organisation ist natürlich, muss und ist auch gut so, religiös und politisch komplett unabhängig sein. Wir als Einzelpersonen sind es nicht. Wir begreifen uns durchaus als links. Das heißt, wenn wir jetzt im Verlauf des Talks über diesen völkerrechtswidrigen türkischen Angriffskrieg reden, dann ist das durchaus, also wir haben nicht den Anspruch, das wissenschaftlich neutral zu bewerten, sondern bewerten das schon auch durchaus politisch. Ganz kurz zu uns und zu Hewaso Akkord. Hewaso Akkord, der kurdische Rote Halbmond, das ist eine Hilfsorganisation, vergleichbar hier mit den großen Hilfsorganisationen ASB und Ähnlichem. Die machen in Nordostsyrien unfassbar gute Arbeit. Also die machen nicht nur mittlerweile Rettungsdienst und Trauma Stabilization, sondern in sehr vielen Geschichten auch Rehabilitationssachen in der psychischen Versorgung. Es ist eine ziemlich große Organisation geworden in den letzten 5 Jahren. Wir haben seit 5 Jahren immer wieder Partnerschaften mit ihnen gehabt, jetzt auch gerade durchgehend. Zu uns, Cardus ist eine kleine Hilfsorganisation aus Berlin, gibt es auch seit 5 Jahren jetzt gerade. In Berlin betreiben wir so ein Crisis Response Makerspace. Ein paar Gesichter haben wir da auch schon mal gesehen. Da versuchen wir an diversen Problemen zu arbeiten, die es so im humanitären Markt so gibt. Also mehr so ein richtig klassisches Maker-Ding. Wir sind aber auch tatsächlich im Feld, seit 5 Jahren jetzt auch schon. Hauptsächlich in Nordostsyrien, waren auch im Irak im Einsatz, hatten einen kurzen Ausflug in die Seenotrettung. Und wie gesagt, in dieser Region Nordostsyrien, da verbindet uns jetzt schon seit 2014 tatsächlich eine gemeinsame Projektgeschichte. Auch nochmal ganz kurz so als Disclaimer, in der Talk-Ankündigung stand noch drin Rojava. Das ist so der politische Begriff der Region und es ist für uns auch teilweise ganz schwer, das fällt uns immer wieder in den Kopf, diesen Begriff zu benutzen. Die Strukturen vor Ort ziehen es mittlerweile vor, dass man es gerade als Region Nordostsyrien bezeichnet, also auch die lokale Selbstverwaltung. Deswegen versuchen wir das auch umzusetzen, aber weil der Begriff uns so lange im Kopf ist, wird es im Talk bestimmt das ein oder andere Mal uns noch in den Kopf schießen. Genau. Ja, Krisen und Kommunikation. Es ist ja so, heutzutage kann man alles Mögliche live mitverfolgen. Man kann live mitverfolgen, wie irgendwelche Raketen ins All geschossen werden oder wieder landen. Man kann live mitverfolgen, wie die PR-Abteilung der Deutschen Bahn sich komplett zerlegt. Man kann Florian Silbereisen-Konzerte live im Internet mitverfolgen und man kann heutzutage eben auch Krisen und Konflikte live verfolgen. Und wir haben uns schon lange immer mal gefragt, was heißt das eigentlich für Hilfsorganisationen vor Ort? Also es ist ja schön, wenn man irgendwie Informationen verfügbar hat, aber nochmal was anderes ist es dann, wenn man sich nicht nur als informieren möchte von diesen Informationen, sondern wenn man eben als Organisation vor Ort ist und Entscheidungen treffen muss, wenn es darum geht, wo kann ich zum Beispiel auch helfen, wo bin ich vielleicht selber auch gefährdet. All das hängt davon ja auch so ein bisschen ab. Also was heißt es dann für Hilfsorganisationen vor Ort? Wir sind ja im Zeitalter des Postfaktischen, im Zeitalter der Twitter-Diplomatie. Es ist ja so, dass heutzutage Kriege quasi nicht nur über die sozialen Medien live mitverfolgt werden können, sondern mehr oder weniger auch über die sozialen Medien ausgetragen werden.
Und dank dieser Quellenvielfalt, die wir jetzt mittlerweile durch das Internet, durch die verschiedenen sozialen Medien haben, ist es eben zum einen so, dass wir sehr viel mehr Informationen zur Verfügung haben, als wir das früher hatten. Vor allem haben wir diese Informationen oft sehr viel schneller zur Verfügung. Aber es ist halt dafür auch so, dass es natürlich sehr viel schwerer wird, die zu bewerten, weil auch Desinformationen, auch Gerüchte sich halt sehr viel schneller streuen. Und deswegen hatten wir schon lange mal vor, darüber mal so ein bisschen zu reden, was bedeutet das eigentlich für uns vor Ort, diese veränderte Medienlandschaft. Und ja, dafür haben wir eigentlich ein ganz gutes Beispiel da vor Ort. Genau. Warum ist Nordostsyrien eigentlich wirklich ein gutes Beispiel? Es ist halt kein klassischer Konflikt alleine, sondern es ist ein Bürgerkrieg innerhalb Syriens mit multiplen Akteuren, mit Milizen, mit einem Staatsregime, das international geächtet ist, das trotzdem natürlich auch versucht, Propaganda zu machen, gerade deswegen Propaganda zu machen. Habt ihr mit Sicherheit auch schon gehört, das ist eine Art von Stellvertreterkrieg. Russland ist stark involviert, die USA waren lange stark involviert. Und es gibt begleitend noch diesen Konflikt zwischen Kurden, Kurdinnen und dem türkischen Staat. Und das alles merged sich dann quasi in dieser Region. Die war in den letzten 5 Jahren immer schon hochdynamisch, auch für uns. Auch allein schon aufgrund der Tatsache, dass es innerkurdisch viele Konflikte gibt zwischen nordirakischen Kurden und den nordsyrischen Kurden und Kurdinnen, sodass da immer wieder, also da kommt ganz, ganz viel zusammen, was man in anderen Konfliktregionen zum Beispiel nicht hat. Deswegen ist es sehr spannend, sich das genau an dem Beispiel mal anzuschauen. Und auch wenn es in den letzten 5 Jahren immer hochdynamisch war und dieser Clown im Weißen Haus jetzt auch schon länger an der Macht ist, ist es so, dass in den letzten Monaten tatsächlich die Dynamik des Konfliktes so unfassbar krass geworden ist, dass man im Endeffekt ja sich eigentlich auf gar nichts mehr verlassen konnte. Also Erdogan hat ja schon immer viel gedroht, mit dem Säbel gerasselt und gesagt, da muss was passieren, ich marschiere da ein. Irgendwie gab es aber immer eine Form von doch noch Stabilität, mit der irgendwie gerechnet werden konnte, gerade auch aufgrund dieses Stellvertreterkrieges. Jetzt ist es so, das ist übrigens auch ein Tweet, wo ich dachte, jetzt ist er entweder gehackt oder wirklich vollkommen durchgeschallert. Ist er tatsächlich nicht. Und deswegen wollen wir heute hauptsächlich in diesem Talk auch so ein bisschen drauf gucken, wie gehe ich mit Quellen eigentlich um und mit der Quellenverifikation, wenn ich mich nicht darauf verlassen möchte, dass die Unmatched Wisdom von Präsident Trump im Endeffekt vor Ort doch alle Dinge für uns regeln kann. Einsteigen würden wir gerne mit so einem kurzen Überblick. Wie war das eigentlich bei der Invasion? Um den zu geben, würden wir jetzt aber super gerne versuchen, Fee dazuzuschalten. Das müsste hoffentlich funktionieren. Muss ich da was machen am Rechner? Macht ihr das? Hallo Fee. Vielleicht ganz kurz noch zu Fee. Fee arbeitet für den kurdischen Roten Halbmond. Ich weiß, sie stellt sich unfassbar ungern selber vor, macht vor Ort eine unfassbar gute Arbeit, lebt hauptsächlich in der Region, koordiniert da ganz, ganz viele Projekte und hat deswegen einfach einen viel besseren Insight nochmal als wir, die zwar auch häufig da sind, aber bei weitem nicht die gleiche Ahnung repräsentieren können, wie Fee das tut. Fee, vielleicht dein Part. Fee, warte mal, wir haben noch keinen Ton. Versuch noch mal. Hallo? Ja. ja, vielen Dank für die Einladung. Ich würde einmal ganz schnell einen Überblick zu geben. Und ich habe hier so eine kleine Rückkopplung. Genau, also ich zur aktuellen Situation momentan ist es so, dass wir vermutlich mehr als 300.000 Geflüchtete insgesamt momentan haben in der gesamten Region. Das ist eine geschätzte Zahl, beziehungsweise kann nicht genau genannt werden, weil viele von den Geflüchteten privat untergekommen sind, das heißt bei Familien oder bei Freunden. Oder einfach sich selbst Verschläge irgendwo gebaut haben. Das heißt, wir können sie nicht genau erfassen, aber es sind etwa 300.000. Momentan bauen wir neue Camps auf für die neuen Geflüchteten. Wir bekommen dafür keine UN-Hilfe. Also der UNHCR
kann uns nicht unterstützen mit Zelten zum Beispiel, einfach aus dem einfachen Grund, dass die syrische Regierung diese Camps nicht akzeptiert, diese neuen Camps. Das heißt, UN-Organisationen können und dürfen uns offiziell nicht unterstützen. Zusätzlich finden natürlich immer noch weiterhin Kämpfe statt, entlang der Sicherheitszone. Momentan glücklicherweise nicht mehr mit allzu vielen Zivilisten, die verletzt werden oder getötet werden. Das beschränkt sich momentan glücklicherweise einigermaßen auf militärische Akteure. Zudem ist es aber so, dass seit die Türkei hier angegriffen hat, ist die Sicherheitslage massiv schlecht geworden. Das heißt, es gibt überall in der Region weiterhin IS-Zellen oder auch andere Gruppierungen, die versuchen, diese Region weitestgehend, so gut es geht, eben zu destabilisieren. Und diese IS-Zellen oder auch andere Gruppierungen sind seit dem Angriff der Türkei eben erstarkt, also stärker geworden. Deswegen gibt es auch sehr viel mehr Anschläge überall in der Region. Zudem ist es mittlerweile so, dass in den durch die Türkei besetzten Gebiete, also im Norden, Ras Al Ain und Tal Abyad, ist vermutlich mittlerweile verboten, Kurdisch zu sprechen. Was sicher ist, ist, dass alle öffentlichen Gebäude umgenannt wurden. Also es wird keine kurdische Sprache mehr benutzt, sondern eben nur noch Türkisch und Arabisch. Und es ist davon auszugehen, dass es eben wie in Afrin auch schon komplett verboten sein wird, Kurdisch zu sprechen auf der Straße oder geschweige denn in den Schulen zu lernen. Die medizinische Versorgung vor Ort, sie war vorher schon natürlich desolat nach 8 Jahren Bürgerkrieg. Und die Versorgung von den Geflüchteten in den alten Camps, möchte ich sagen, war vorher schon miserabel bzw. kritisch. Jetzt durch 300.000 mehr Geflüchtete ist es natürlich nochmal extrem kritischer geworden, sagen wir so. Dazu kommt, dass wir gerade Winter haben. Das heißt, dass wir natürlich viele Erkrankungen haben werden. Die Unterbringung ist okay, also verhältnismäßig okay, aber immer noch schlecht. Also in Zelten im Winter ist einfach mies. Es ist gerade Regenzeit. Zudem sind natürlich Neugeborene und Schwangere sind extrem gefährdet. Dann haben wir eine sehr hohe Stresssituation natürlich. Das heißt, wir haben auch sehr viele psychische Erkrankungen, was wir kaum bzw. nur schwer auffangen können. Man muss sich vorstellen, dass die Leute aus einem relativ gesicherten Umfeld bzw. Umgebung eben jetzt alles verloren haben und auch nicht die Zeit hatten, irgendwas mitzunehmen und auch nicht zurück können. Zudem ist die Versorgung mit Trinkwasser und ausreichend Essen auch nicht gut. Also das heißt, es ist einfach zu wenig für alle. Dann kommt dazu, dass eben immer noch ein Wasserhauptversorgungsrohr, was durch die Türkei durch einen Luftangriff beschädigt wurde und jetzt im türkischen Gebiet liegt, immer noch kaputt ist. Das heißt, es sind mittlerweile, etwa 700.000, wahrscheinlich mehr Menschen ohne ausreichende Wasserversorgung.
Und momentan bringen wir das Wasser in Tanklastwagen vor Ort nach Hasakeh in die Region. Allerdings ist die Wasserqualität auch deutlich schlechter geworden. Dann haben wir das Problem, es ist momentan es ist einigermaßen stabil, dass humanitäre Hilfsgüter, das heißt auch Medizin, durchkommen. Allerdings sind wir da immer auf den Goodwill angewiesen von zum Beispiel den irakischen Grenzübergängen. Und wir können uns eben nicht darauf verlassen, dass Hilfsgüter rechtzeitig ankommen. Und wir können sie auch nicht immer rechtzeitig hier vor Ort weiterschicken in die jeweiligen Regionen, weil eben die Straßen immer noch sehr unsicher sind. Dann ist die Versorgung insgesamt von öffentlichen Krankenhäusern mit medizinischen Hilfsgütern sowie auch medizinisches Equipment weiterhin schlecht und jetzt eben noch mal schlechter geworden. Dann haben wir natürlich durch den Krieg oder durch den Angriff der Türkei haben wir natürlich sehr viele Schwerstverletzte mit Langzeitfolgen, die wir momentan nicht betreuen können. Das heißt, es werden natürlich Prothesen benötigt und Physiotherapien etc. neben psychologischer Hilfe. Und das können wir momentan gar nicht leisten. Es gibt natürlich die Unterstützung von internationalen NGOs, wie auch CADUS. Das Problem ist, dass viele von denen, also die Sicherheitslage hat sich eben so doll verschlechtert hier momentan oder ist, nicht abzuschätzen oder schwer abzuschätzen, dass sie eben wenig hier vor Ort sein können. Und das macht auch, dass die Hilfe langsamer kommt und eben auch oft nicht ausreichend ist. Von den internationalen Staaten, also von der internationalen Gemeinschaft, kommt momentan gar nichts, kann man so sagen. Es gibt ganz kleine Fonds, aber das ist alles inoffiziell und sehr vorsichtig, sagen wir so, um sich eben nicht in politische Schwierigkeiten zu bringen, schätzungsweise. Das war so ein ganz kurzer Überblick, wie die momentane Situation hier ist. Wir haben natürlich zusätzlich einfach super viele Unsicherheiten in der Bevölkerung, als auch bei NGOs natürlich, weil einfach super viele Akteure jetzt plötzlich hier in der Region aktiv sind. Das heißt, wir haben die Türkei und deren Alliierten, dann haben wir natürlich die USA, die weiterhin da sind, aber hauptsächlich sich tatsächlich um ihre Ölfelder oder um die Ölfelder kümmern. Und Russland und Syrien, die hier unterwegs sind und genauso wie die Türkei unberechenbar sind. Das heißt, man weiß nie genau, was da jetzt passiert und worauf man sich, auf welche Absprachen man sich verlassen kann. Es gab mehrere Zwischenfälle oder Unfälle mit russischen Panzern auf Zivilistinnen. Mindestens 5 Zivilistinnen sind dabei gestorben, wenn nicht mehr. Und insgesamt ist die Bevölkerung, sagen wir, oder in der Bevölkerung herrscht einfach eine immense große Unsicherheit und Angst. Das war soweit mein
Überblick. Vielleicht noch ein paar Bilder kurz, bevor wir weitermachen. Vielen Dank, Fee, erstmal für den Input. Wir switchen, genau. Also auch mal wieder switchen. Fee bleibt hoffentlich im Loop und dann können wir noch mal ein, zwei Mal zurückschalten zu ein, zwei Fragestellungen. Genau, wir haben noch so ein paar Bilder, da würden wir jetzt relativ kurz, schnell durchgehen. Das war gedacht für den Moment, wenn wir Fee nicht auf Video bekommen hätten, dann hätten wir sie nur über die Tonspur gelegt. Genau, das wollen auch mit den Bildern nicht so richtig. Genau, also so sieht es dort vor Ort aus. Wir haben von Fee gehört, relativ eindrücklich, wie komplex die Lage da ist. Was da alles so zu beachten ist, super viele AkteurInnen, es ist super schwer teilweise, dann rauszukriegen, was irgendwie tatsächlich vor Ort passiert. Und wenn wir vorhin kurz von postfaktischem Zeitalter gesprochen haben, dann meinen wir damit nicht nur jetzt reine Fake News, die gibt es natürlich auch, aber wir meinen nicht nur Geschichten, die jetzt komplett erstunken und erlogen sind, sondern wenn wir darüber sprechen, irgendwie wie schwierig es ist, irgendwie Quellen zu bewerten, dann meinen wir damit auch, dass es gar nicht unbedingt intendiert ist. Und deswegen haben wir jetzt so ein paar Schwierigkeiten, mit denen wir da konfrontiert sind vor Ort. Es ist ja so, dass früher hatte man klassische Berichterstattung im Fernsehen. Heute hat sich das alles sehr stark verlagert hin zu diversesten Quellen in den sozialen Medien. Das ist auf der einen Seite natürlich prima, weil wir eben, wie schon gesagt, super schnell die Informationen kriegen, weil wir auch teilweise Informationen kriegen, die wir sonst niemals bekommen hätten und dadurch ganz andere Möglichkeiten haben, auch Dinge zu verifizieren, wenn die irgendwie auftreten. Zum anderen ist es aber so, dass es halt auch schwierig ist, weil es viel schwieriger wird, eine ordentliche Analyse zu machen, weil natürlich auch Fehlinformationen sich super schnell verbreiten. Und was auch ein Effekt ist, ist, dass zum Beispiel die klassischen Medien ihre KorrespondentInnen-Netzwerke zurückfahren, weil die sich das gar nicht mehr leisten können, vor Ort informierte KorrespondentInnen zu haben. Und dann könnte man natürlich jetzt das machen, was wir hier gemacht haben, nämlich eine sehr informierte Person wie Fee einfach über Skype zuzuschalten. Aber viele Medien machen das dann anders. Die schicken dann lieber einen Fernsehmoderator aus Deutschland mal eben für ein paar Tage darüber. Und deswegen ist es für uns auch so ein bisschen was zu diesem Postfaktischen dazu zählt, wenn man dann sozusagen Medien hat, die eigentlich gar nicht so richtig präsent sind in der Region, die aber dann mal schnell darüber fahren und zum Beispiel über die schwierige hygienische Situation in dem Lager Al-Hol sprechen. Al-Hol ist tatsächlich ein Lager, wo es schwierig ist. Da sind viele tausend Menschen interniert, die früher dem IS angehört haben. Das ist relativ angespannt, die Lage dort. Und tatsächlich ist es so, dass es da teilweise vielleicht schwierige hygienische Verhältnisse gibt. Das Problem ist nur, der Reporter, der hat vor Ort gar nicht den Zugang zu diesen Situationen. Deswegen nimmt er halt das, was ihm vor die Kamera kommt und spricht von den schwierigen hygienischen Verhältnissen anhand von einer herkömmlichen Pfütze, wie wir es ja auch auf einem europäischen Campingplatz hätten haben können. So. Und die Schwierigkeit dabei ist natürlich dann für uns, dass wir zwar eine Berichterstattung haben, das ist aber sehr schwer, ist eigentlich irgendwie zu sehen, so bauschen die gerade eigentlich eine Situation nur auf, oder ist es tatsächlich so schlimm? Und das Ganze wird dann von seinen Kollegen aber noch als absolutes Qualitätsfernsehen abgespeichert. So. Also das ist sozusagen ein so ein Problem, mit dem wir da konfrontiert sind, mit den klassischen Medien. Genau. Wenn wir über postfaktisch reden, dann ist es aber auch so, dass meine Karte, die zeigt die internationalen Reaktionen von Staaten, also nicht die politische Solidarität, sondern von Staaten tatsächlich in Bezug auf diesen türkischen Einmarsch. Und ihr seht hier, also grün ist das, was diesen Einmarsch supported hat, also gut geheißen hat. Dann gab es halt ein bisschen so Neutralität, die nichts gesagt haben, aber die überwiegende Zahl der Länder, die sich geäußert haben, haben alle ganz klar gesagt, geht gar nicht, ist völkerrechtswidrig, haben sogar Sanktionen mit reingebracht. Trotzdem waren Pro-Kriegs-Hashtags zu der Zeit weit über Antikriegs-Hashtags zum Thema Nordostsyrien. Und in der Türkei selber sogar waren Pro-Kriegs-Hashtags tatsächlich absolut, also länger auf der obersten Linie. Jetzt wollen wir nicht heute über Clickfarms und etc. reden, wie sowas entsteht. Es ist nur erstmal so, das ist ein Bild, das präsentiert sich. Ne? Kann man sich angucken, die Hashtags, und die haben aber eigentlich mit der Realität nicht viel zu tun. Postfaktisch ist auch, wenn die Kommandantur der türkisch gebäckten
Milizen, die sie vorgeschickt haben, über Social Media aufruft, dass eben genau diese Milizionäre eben diese Social Media nicht mehr bitte benutzen sollen, um Dinge von der Front aufzunehmen und zu zeigen. Worum es darum ging, ist vermeintlich eine Geschichte mit Sicherheit und ne, wo sind wir eigentlich und ihr gefährdet unsere Soldaten. Eigentlich ging es aber hauptsächlich darum, dass zu Beginn der Invasion wahnsinnig viele Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen live auf Twitter mitverfolgbar waren. Hier ging es jetzt zum Beispiel tatsächlich um, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, um die Ermordung einer kurdischen Menschenrechts- und Frauenrechtlerin, Ravin Khalaf. Das war relativ klar, dass es gezielter Anschlag gewesen ist, aufgehalten, aus dem Auto gezogen, erschossen worden. Das ging sogar ein bisschen durch die Medien, weil die Person selber bekannt ist. Sowas konnte man zu der Zeit aber, wenn man sich dafür interessiert hat, wirklich tagtäglich durch die Timeline bekommen. Also wie die Milizen, die vorgestoßen sind, diese Kriegsverbrechen aufgenommen haben und genau, einfach so frei auf Twitter rausgehauen haben. Ja, und natürlich sind die der Aufforderung nicht gefolgt, irgendwie nichts mehr vom Schlachtfeld hochzuladen. Die haben munter weiter hochgeladen und deswegen ist es auch zum Beispiel so ein bisschen interessant, wenn man über Postfaktisches redet, dass zwar im Internet plötzlich sehr viele Bilder aufgetaucht sind von den tollen deutschen Leopardpanzern, wie die da in Syrien an der Front eingesetzt werden, dass aber gleichzeitig die Bundesregierung gesagt hat, wir haben da gar keine eigenen Quellen zu. Wir wissen eigentlich gar nicht so genau, was da eigentlich passiert. Das heißt, was man auch immer betrachten muss, wenn es darum geht, was haben wir eigentlich für Quellen zur Verfügung, ist, wer möchte eigentlich gerade, dass diese Quellen gesehen werden. Weil zwar hat die Bundesregierung gesagt, wir haben keine eigenen Erkenntnisse darüber, ob dort und wie dort Leopardpanzer eingesetzt werden, aber eigentlich hätten sie vielleicht sagen sollen, wir wollen eigentlich gar keine eigenen Erkenntnisse darüber haben, weil wenn man sich überlegt, was die Bundesregierung eigentlich an Ressourcen zur Verfügung hätte, um irgendwie zum Beispiel so ein Video zu verifizieren und was es dafür auch für technische Möglichkeiten gibt, dann ist es schon ein bisschen traurig, wenn es da dann keine eigenen Erkenntnisse gibt. Jetzt wissen wir aber natürlich seit Chemnitz, dass die deutschen Geheimdienste nicht allzu gut darin sind, Videos zu verifizieren. Und deswegen haben wir gedacht, müssen wir da mal ein bisschen Nachhilfe betreiben für die Bundesregierung. Es gibt also zahlreiche Kanäle, über die man sich heutzutage informieren kann. Da sind natürlich die klassischen Nachrichtenkanäle mit dabei. Die haben dann den Vorteil, dass die zumindest so ein bisschen eine Redaktion vorgeschalten haben. Das heißt, dass die so ein bisschen rausfiltern, was ist eigentlich echt, was ist nicht echt. Die sind dafür aber verhältnismäßig langsam. Dann gibt es meistens vor Ort auch einige Agenturen zum Beispiel, die sich speziell mit der Region auseinandersetzen, die also schauen, was passiert eigentlich in der Region, die speziell dazu Nachrichten liefern. Das sind meistens gute Kanäle, um sich zu informieren. Und dann gibt es eben zum einen die klassischen sozialen Medien, also Facebook, Twitter, YouTube und so weiter. Was in dem Fall super interessant war, war, dass Telegram eine total wichtige Rolle gespielt hat. Über wie teuer jetzt Telegram ist oder nicht, kann man sich streiten, aber Fakt war, dass sehr viele, gerade von den Milizen, eben Telegram-Kanäle verwendet haben, um ja dann im Prinzip zu kommunizieren mit ihren AnhängerInnen. Da ist es so, da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen, also das findet man nicht sofort, aber es ist zum Beispiel teilweise so bei den Milizen, dass sie dann auf anderen Kanälen, die sie nutzen, eben auf ihre Telegram-Kanäle hinweisen. Also das war ganz spannend, dass man so auch immer so ein bisschen gucken muss, was sind eigentlich gerade die Quellen, die funktionieren und die am schnellsten sind, dass man sich da sozusagen nicht nur auf die klassischen verlässt. Eine weitere Herausforderung, die total wichtig war, ist, wir haben es mit einem Konflikt zu tun, wo sehr unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Das heißt, wenn ich mir die sozialen Medien anschaue, dann kann es sein, dass zum Beispiel auf Türkisch auf Twitter ganz andere Informationen verfügbar sind, wie zum Beispiel auf Englisch oder Arabisch. Und deswegen ist es immer wichtig, eben auch im Kopf zu haben, dass es unterschiedliche Sprachen gibt, die da relevant sind. In dem Fall bei dem Konflikt ist es eben natürlich die Sprachen der Konfliktparteien, also Türkisch, Kurdisch, Arabisch. Englisch natürlich für die internationale Community, aber interessanterweise zum Beispiel auch Deutsch. Das ist super viel auf Deutsch auf Twitter gelaufen, weil es eben eine sehr große Diaspora aus der Region in Deutschland gibt, und zwar sowohl von kurdischer als auch von türkischer Seite. Genau.
Es sind nicht nur die Sprachen, die trennen, sondern auch dieses Konzept der Echo-Chambers oder Filter-Bubbles. Bei Filter-Bubbles ist man sich ja, glaube ich, gar nicht so sicher, wie die existieren, wie geschlossen die sind. Aber diese Echo-Kammern, das ist ja relativ klar. Also wenn mich nur bestimmte Informationen interessieren oder wenn ich politisch auf eine gewisse Art und Weise gefärbt bin, dann hole ich mir wenig Informationen aus einem anderen Bereich. Da wurde auch schon viel darüber diskutiert, gab es ja auch schon verschiedene Talks. Eine richtige schöne Blüte dazu ist wieder dieser Hashtag, dieser kriegsbejahende Hashtag. Und letztendlich ein Fußballspieler, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, das ging so weit, dieses Echokammer-Konzept, dass er tatsächlich als angestellter Fußballspieler des linken Fußballvereins Deutschlands, des FC St. Pauli, trotzdem auf sein Social Media rausgehauen hat, wir sind an der Seite unserer heldenhaften Militärs und der Armeen, sehr spannend, also Militärs, dann ist damit mit den Armeen tatsächlich auch die Milizen gemeint, mit den Menschenrechtsverletzungen, unsere Gebete sind mit euch. Das heißt, da ist eine Person, die lebt und arbeitet in eigentlich ganz anderen linken Umfeld, das eher tatsächlich in dem Moment pro-kurdisch ist, vor allem aber gegen Krieg. Und bekommt es aber trotzdem, also entweder bekommt es nicht mit oder es ist ihm egal. Von dieser Seite nochmal Gruß an den FC St. Pauli, weil die einzige richtige Reaktion war, er wurde gefeuert. Und es ist auch gut so. Und dieses Beispiel hat aber nochmal so bei mir auch diese Frage aufgeworfen, also hat er das jetzt einfach nicht mitbekommen? Dachte er tatsächlich, er kann das jetzt machen? Ist das normal, weil sein Umfeld halt auf Pro-Krieg eingestellt ist oder nicht? Dann ist ja immer die Frage, welche Personen bekommen welche Menschen eigentlich noch mit? Und da kommen wir zu einem Beispiel, was wieder uns betrifft, als Kadus. Wir haben ja dann mit Hey was vor gesagt, relativ schnell, es brauchte mehr Ambulanzen. Also haben wir kurzfristig nach dem Einmarsch der Türkei 5 weitere Ambulanzen zur Verfügung gestellt. Eine von denen ist beschossen worden. Und dann haben wir das rausgehauen hier auf Twitter, sieht man ja in diesem Beispiel. Und wir versuchen meistens eigentlich nicht so viel mit Bildern zu arbeiten, weil uns auch Recht am Bild wichtig und wir auch dieses, wie gesagt, dieses Emotionsheischende eigentlich nicht so gut finden, aber die gleiche Information mit anderen Bildern unterlegt, gibt einfach schon eine ganz andere Reichweite und eine ganz andere, ganz andere Durchdringung dieser Information. Das heißt auch tatsächlich, auch wir als Quelle müssen uns natürlich überlegen, wie wir Informationen aufbereiten und wie weit die eigentlich kommen. Da würden wir jetzt ganz gerne noch mal kurz Fee dazuschalten, weil als unsere Ambulanz beschossen wurde, war das für uns natürlich noch mal auch ein ganz emotional noch mal ein ganz anderes Ding. Wir waren aber weitem nicht die erste medizinische Einrichtung, die angegriffen wurde in diesem Krieg. Dazu muss man auch noch mal sagen, medizinische Einrichtungen, also eigentlich Zivilisten und Zivilistinnen sowieso, medizinische Einrichtungen noch mal ganz speziell, sind natürlich im Krieg eigentlich geschützt. Ja, da gibt es Genfer Konvention, da gibt es ein Völkerrecht zu. Das heißt, eigentlich müsste es eine Aufschrei der Empörung geben, wenn sowas passiert. Die asymmetrischen Konflikte der letzten Jahre führten aber immer mehr dazu, dass es mittlerweile so normal ist, dass halt die Angriffe zum Beispiel auf Hey was so akut komplett ohne Medienecho-Verhalt sind. Und ganz spannend für uns vielleicht, wir haben natürlich nach diesem Angriff auch eine große Pressemitteilung rausgehauen und gesagt, deutsche Hilfsorganisation international tätig. Und die Rückmeldung war mau. Fee, wie sieht es denn bei dir aus? Ihr habt das ja öfter erlebt. Wie waren denn da so die Reaktionen, wenn da was passiert ist und was ist da so passiert? Passiert ist erstmal, wir hatten mindestens einen Angriff auf einen sogenannten Trauma Stabilization Point, etwa 20 Kilometer südlich von Ras Al Ain. Also außerhalb der Sicherheitszone. Dabei wurden ein Glück nur Ambulanzen beschädigt und keine Mitarbeiterinnen. Dann wurden unter anderem nicht von uns, aber von der medizinischen Teams von der Self-Administration entführt und hingerichtet tatsächlich. Dann wurden eben, was Sepp schon gesagt hat, die gemeinsam betriebenen Ambulanzen angegriffen durch Beschuss. Und zudem hatten wir die Situation in Ras Al Ain, dass wir eben immer noch Teams in der Stadt hatten, also im Krankenhaus, die da weiterhin auch gearbeitet haben und Schwerstverletzte versorgt haben.
Und wir einfach keine Chance hatten, diese Menschen zu evakuieren. Das heißt, diese Leute waren 3 Tage, also Medizinerinnen-Team plus Schwerverletzte, waren 3 Tage eingeschlossen in der Stadt. Wir sind, eigentlich haben wir mit allen Nationen mehr oder weniger gesprochen und haben um Hilfe gebeten, uns einen humanitären Sicherheitskorridor zu gewährleisten. Daraufhin ist nichts passiert. Am Ende sind wir sozusagen auf gut Glück mit 30 Ambulanzen in die Stadt gefahren und haben unsere Teams und die Schwerstverletzten aus dem Krankenhaus evakuiert. Es ging einigermaßen, also es ging ein Glück, alles gut, aber trotzdem war das natürlich sehr mehr als gefährlich, weil klar war, dass wir als humanitäre Hilfsorganisation nicht anerkannt werden, beziehungsweise eben dann auch beschossen werden. Wir haben versucht, das auf allen möglichen Ebenen zu verbreiten, diese Informationen und publik zu machen, über Social Medias, aber auch durch Interviews. Leider war die Reaktion gleich null. Also zumindest nicht, dass ich etwas mitbekommen hätte. Lage in Rizal ein war super dramatisch und trotzdem hat eben keiner eingegriffen und geholfen. Genau, und ich glaube, solange eben die Genfer Konventionen nicht beachtet werden von militärischen Akteuren oder auch von Staaten, werden auch Ambulanzen oder humanitäre Hilfsorganisationen eben nie sicher sein. Das heißt, laut den Genfer Konventionen ist es verboten, auf humanitäre Hilfseinrichtungen oder auch Ambulanzen zu feuern. Das wurde aber in unserem Fall einfach nicht akzeptiert. Und solange das nicht akzeptiert wird, von wem auch immer, kann auch eine sichere humanitäre Hilfeleistung nicht gewährleistet werden. Genau, im Hintergrund haben wir jetzt schon so ein paar Bilder gesehen von diesen Übergriffen auf medizinische Einrichtungen. Genau. Genau, wir sind so ein bisschen laufen in der Zeit aus dem Ruder. Deswegen, Ruben wird gleich noch was erzählen dazu, wie Quellenanalyse für uns vor Ort eigentlich funktioniert. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz sagen, wir hatten ja oder haben jetzt auch immer wieder internationale Teams halt vor Ort, was für uns tatsächlich so viel Probleme macht über die Social Media, beziehungsweise über die Möglichkeit, dass jeder Mensch zur Quelle wird. Da fällt mir natürlich als allererstes zum Beispiel ein, das Thema Frontverläufe. Fee hat es gerade schon angesprochen. Als Ras Al-Ain angegriffen wurde, haben die türkischen Milizen sehr schnell vermelden lassen, wir haben diese Stadt eingenommen. Keine 10 Minuten später haben sich kurdische Kräfte zurückgemeldet und haben gesagt, so nein, die Stadt ist nicht eingenommen. 10 Minuten später hieß es wieder, und genau das ist natürlich der Punkt, wie kann ich auf so eine Quelle vertrauen, wenn ich in dem Moment eigentlich eine Ambulanz auf dem Weg in die Stadt habe? Weiß ich, wo die Front tatsächlich verläuft? Weiß ich mittlerweile wirklich, wo die Kampfhandlungen sind? Wir waren ja damals mit Kardus auch in Mosul, da war es das Gleiche. Wenn Meldungen kommen oder der IS meldet auf einmal, wir haben wieder irgendwelche Straßenzüge eingenommen. Das können totale Fake News sein und das kann ich hier in Deutschland in einem Lagezentrum auch in aller Ruhe vielleicht eruieren. Aber für mich da gerade vor Ort ist ja genau die Frage, wie reagiere ich da drauf? Und schon diese einzige Twitter oder diese einzige Aussage, auch wenn es Fake sein könnte, könnte trotzdem über Leben oder Tod entscheiden für mich. Vor Ort sind es zum Beispiel so Geschichten, Checkpoints. Checkpoints in Nordostsyrien, Fee hat das vorhin auch schon gesagt, es gibt unfassbar viele Akteure mittlerweile vor Ort. Fun Fact, vor 2 Tagen haben sich russische und US-amerikanische Soldaten in Taltama geprügelt, weil sie aufeinander getroffen sind. Also das ist absoluter Wahnsinn, was da gerade stattfindet in diesem Schmelztiegel. Und es ist natürlich für viele Menschen extrem wichtig zu wissen, wo kann ich mich gerade eigentlich bewegen. Normalerweise ist so ein Checkpoint
relativ gut gekennzeichnet. Was machen jetzt aber Milizen oder auch zum Beispiel die syrische Armee, wenn sie irgendwo durchfahren, gehen zum Checkpoint, hissen ihre Flagge, ob die dann noch da sind oder nicht, kann ich gar nicht wissen. Auch hier wieder, es reicht ein Foto, das ich hochlade in die sozialen Medien, dann braucht es lange, um wirklich wieder Sicherheit herzustellen, ob diese Information stimmt oder nicht. Ist für mich aber total entscheidend, ob ich mich da noch bewegen kann oder nicht. Gleiches Bild aus Manbij, wo wir wissen, dass halt die syrische Armee reingefahren ist, ihre Flaggen gehisst hat und wieder rausgefahren ist, um sich im Endeffekt im Konflikt mit den Milizen in dem Moment nicht zu stellen. Frontverläufe auch zum Beispiel wieder, es gibt in Nordostsyrien diesen Highway M4, das ist so die Lebensader der Region, könnte man sagen. Und da war es genau das Gleiche. Türkisch gebäckte Milizen sagen, wir haben diesen Highway eingenommen. Als Verifikation schicken sie ein Foto, wie ein paar Bewaffnete auf irgendeinem Teil von diesem Highway stehen, der natürlich über hunderte Kilometer geht. Kurz danach gibt es die Rückmeldung von kurdischen Kräften, nein, es ist gar nicht so. Für mich als Person vor Ort vielleicht müsste ich ja trotzdem sagen, wenn die Wahrscheinlichkeit da ist, fahre ich natürlich nicht diese Strecke. Oder auch als lokaler Ambulanzfahrer, Ambulanzfahrerin müsste ich in dem Moment sagen, diese Strecke fahre ich nicht, diesen Highway, der relativ sicher ist, den fahre ich nicht. Ich fahre jetzt eine andere Strecke, wo ich dann aber auf ganz andere Gefahren stoße. Viel schlechtere Straßenverhältnisse, vielleicht Sprengfallen, vielleicht Sleeping Cells vom IS. Und so kann tatsächlich diese Informationsfreiheit, die wir ja eigentlich abfeiern, in dem Moment zum echten Problem werden tatsächlich. Da hatte Fee vorhin ein ganz schönes Beispiel zu. Fee, bist du noch da? Ja. Genau. Aus Kamischlo. Vielleicht kannst du ja noch mal so ein, zwei Beispiele nennen, wie das für dich und für euch gewesen ist vor Ort. Fee nutzt nämlich eigentlich gar keine sozialen Medien, hat sie gesagt. Richtig. Also ich benutze keine sozialen Medien, Facebook oder sowas. Genau, also es war einigermaßen verstörend, weil ich in Kamischlo war, als die Angriffe angefangen haben. Mich dann sozusagen, also dass die Angriffe im nördlich-westlichen Teil schon angefangen haben, das wusste ich natürlich, also in Tal Abyad, Ras Al Ain. Aber dann erreichten mich Nachrichten von Freunden, die über Social Medias gesehen haben, dass Kamischlo jetzt angegriffen wird durch Drohnen, beziehungsweise eben durch Luftschläge. Ich habe dann aus dem Fenster geguckt und gelauscht und festgestellt, hier ist nichts. Ich habe dann natürlich nochmal meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort direkt gefragt, ob es hier irgendwelche Angriffe schon gab, und das wurde beneint. Das heißt, diese Informationen kamen zu früh, später. Also am Abend war es dann auch tatsächlich so, dass es Angriffe gab in Kamischlo, aber eben zu dem Zeitpunkt, als mich die Nachricht erreicht, dass Kamischlo gerade angegriffen wird, war es eben nicht so. Ja, genau. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie gehen wir eigentlich mit so Online-Quellen um? Wie können wir eine Lagebewertung vornehmen und wie können wir solche Ereignisse dann auch verifizieren? Genau. Ich sage dann mal ganz kurz dazu, wie wir das direkt bei Cardus machen. Genau was Fee beschrieben hat, ist für uns natürlich die Situation, wir hatten noch Leute in der Region und haben natürlich auch wieder diese blöde Geschichte von Privilegien. Wir können natürlich entscheiden, ob wir gehen, ob wir nicht gehen. Das können viele Menschen, viele lokale Menschen halt nicht. Für uns die Entscheidung, können wir gehen, wenn, dann wie, aber über welche Wege. Da verlassen wir uns nicht nur auf uns selber, sondern natürlich auch auf Netzwerke und Anbieter. Einer dieser Anbieter ist zum Beispiel INSO, das ist die International NGO Security Organization. Die sitzt mit richtig vielen Angestellten da und macht genau das, was wir gleich erklären, was wir auch im Kleinen machen, nämlich eine Quellenanalyse. Die sind 24/7 erreichbar, alle Incidents nehmen die auf, bewerten die. Das ist aber zum Beispiel eine Quelle, die ist Menschen vor Ort, Locals gar nicht zugänglich, sondern sie ist halt nur für registrierte internationale humanitäre Hilfsorganisationen zugänglich. Das gibt es auch im freien Markt natürlich. Da könnt ihr euch mal vorstellen, das sind Summen, die man dafür ausgeben muss. Die haben auch nur große Firmen, die sich, glaube ich, Sicherheitsleistungen einkaufen.
Wir haben gerade, weil wir auch dachten, wir können uns nicht nur darauf verlassen, dass dieses Netzwerk das für uns macht, auch ein eigenes Lagerzentrum eingerichtet. Das sind jetzt so Bilder bei uns aus dem Büro im Holzmarkt. Tatsächlich, wir haben sofort gesagt, okay, auch wir müssen natürlich 24/7 diese Situation monitoren. Da gehört erstmal eine ganze Menge gespendete Mate dazu. Danke dafür ins Publikum. Dann geht es darum, wirklich online diese Insta-Geschichten zu monitoren. Wir haben auch versucht, diese Twitter-Accounts zu monitoren. Wir haben natürlich auch andere Homepages benutzt, wie UA LiveMap etc. etc. Und daraus versucht, noch zusätzlich zu den professionellen Informationen für uns eine ganz eigene Lageinformation zu bekommen, die wir unseren Leuten vor Ort und unter anderem auch FE zur Verfügung stellen konnten. Und wie man das macht, das erzählt der Ruben jetzt nochmal. Genau, also im Prinzip stützen wir uns dabei immer auf drei Pfeiler. Das eine ist natürlich Open Source Intelligence, also das, was wir aus dem Internet kriegen. Das zweite ist Fachwissen, ganz klar. Und das dritte sind eben Kontakte vor Ort. Und wenn wir eine Information wirklich zuverlässig verifizieren wollen, dann brauchen wir eigentlich meistens alles davon. Wenn wir jetzt nochmal das Panzervideo nehmen mit dem Leopard, da ist es zum einen so, dass unser Fachwissen uns natürlich sagt, das ist ein Leopard, den erkennt man relativ einfach. Wir sind jetzt keine Waffen-Nerds, so, aber so ein bisschen Wissen ist da manchmal hilfreich, um zu sehen, womit hat man es eigentlich zu tun. Dann erkennen wir auch das Logo von der Gruppe in dem Bild schon relativ einfach. Und häufig lässt sich dann die Location von so einem Vorfall auch irgendwie rekonstruieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das kann man triangulieren, da kann man auch lokale Ressourcen fragen, die vielleicht irgendwelche Häuser wiedererkennen, die dann in dem Video auftauchen. Das heißt, ich weiß dann, wo hat sowas stattgefunden. Was auch manchmal ganz praktisch ist, ist Bilder reverse zu suchen, also irgendein Bild ploppt irgendwo auf. Ich gebe das einfach mal in die Reverse-Suche bei Google ein, dann findet man manchmal nämlich super schnell Fakes raus, weil teilweise einfach Bilder von woanders genommen werden, um irgendwas zu dramatisieren. Also da wird dann irgendwas behauptet und man hat irgendwelche Bilder, die eigentlich, was weiß ich, aus dem Libanon-Krieg von vor 30 Jahren stammen. Das ist also sowas, wo ich versuchen kann, möglichst viel zu verifizieren. Im Fall von diesen Panzern war dann eben klar, okay, die werden da eingesetzt. Was einem aber auch immer klar sein muss, ist, man muss die eigenen Grenzen kennen von dem, was man eben auch nicht sagen kann. Weil oft lässt man sich dann verleiten, im Prinzip dann irgendwelche Annahmen zu treffen. Da komme ich dann später gleich nochmal drauf, dass man also wirklich sich überlegen muss, was wissen wir und was wissen wir auch nicht. Und idealerweise stützen wir uns da eben immer auf diese drei Pfeiler. Jetzt ist es natürlich so, Fachwissen und Kontakte vor Ort, die hat man entweder, weil man viele Bücher gelesen hat und viele gezuckerte Tees getrunken hat vor Ort, oder man hat sie eben nicht. Was man aber machen kann, ist natürlich, man kann sich relativ schnell reinarbeiten in das, was sozusagen online verfügbar ist. Das kann auch jeder machen. Jetzt kriegt man aus so einem herkömmlichen Rettungsassistenten wie Sepp nicht sofort einen Nahost-Experten gebastelt, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die man eben machen kann. Zum einen hatten wir ja vorher die Sprachen angesprochen, die da irgendwie ein Problem sind. Da ist es jetzt natürlich das Problem, wir sprechen die nicht alle, die Sprachen. Mittlerweile ist es aber so, dass doch Online-Übersetzdienste zum Beispiel eine ganz gute Hilfe sind, sich dem zumindest anzunähern. Das ist natürlich trotzdem gut, wenn man noch Personen im Background hat, die das tatsächlich können. Wir haben da so unseren Analysten, der auch irgendwie Arabisch spricht, aber für so eine erste Annäherung an die Inhalte reicht es meistens schon, wenn man sich das online übersetzen lässt. Und wenn man sich dann so seinen Recherchebaukasten bastelt, dann kann man sich zum Beispiel bei seinem Twitter-Account diese ganzen Sprachen einstellen, sodass man bei einer Suche die dann auch berücksichtigt. Das ist extrem hilfreich, wenn man möglichst viel von den Informationen bekommen möchte. Was auch sehr hilfreich ist, ist, wenn man sich einen eigenen Recherche-Account dafür macht, dass man wirklich nur die Informationen dann in die Timeline bekommt, die einen auch gerade interessieren, und dass man da eben den Quellen folgt, die es vor Ort gibt. Da gibt es unterschiedliche Quellen. Das eine sind natürlich solche Dienstleister wie angesprochen, Thinktanks, aber auch ganz interessant Analysen von Privatpersonen. Also es gibt super viele, zum Beispiel ehemalige Mitarbeitende von NGOs, WissenschaftlerInnen, die eben in den sozialen Medien auch selber Analysen zur Verfügung stellen, die sehr gut sind. Da muss man halt nur ein bisschen angucken, dann auch welche Interessen haben diese Personen dann. Was natürlich auch immer eine gute Quelle ist, sind Journalisten, Nachrichtenagenturen, die vor Ort sind, aber auch NGOs.
wobei man auch bei NGOs immer gucken muss, was haben die eigentlich für ein Eigeninteresse. Und dann natürlich eine Hülle und Fülle an lokalen Quellen, die man eben auch sehr gut nutzen kann. Das sind Privatpersonen, das sind Parteien, aber auch Milizen, Initiativen, Funktionäre, was auch immer. Das Problem da ist jeweils, das sind sehr schnelle Quellen, oft sehr gute Quellen, weil wir darüber Informationen kriegen, die wir sonst gar nicht kriegen würden. Wie zum Beispiel eben, wenn so eine Miliz, wie vorhin erwähnt, so ein Video ins Internet stellt. Aber zum anderen haben wir da halt auch das Problem, dass man die halt immer nicht so richtig einschätzen kann. So, jetzt haben wir einen Haufen Informationen, müssen gucken irgendwie, wie gehen wir damit um, dann muss ich die erstmal mappen, weil es natürlich so, jede Kriegshandlung ist schlimm, aber für uns als NGO vor Ort ist sie vor allem schlimm, wenn sie in unserer Nähe stattfindet. Kann ich also online wie offline oder auch in einem eigenen Geoinformationssystem für mich aufbereiten. Davon weiß ich aber noch lange nicht, ob sie wahr ist. Es gab einen Vorfall, den fand ich ganz interessant, das ist so eine Meldung. Ich war eigentlich felsenfest davon ausgegangen, dass das Fake News ist. Das war ein Brief von Donald Trump an den Irren vom Bosporus, wo er so Sachen drin geschrieben hat wie "Don't be a tough guy, don't be a fool, I will call you later." Ich war mir relativ sicher, dass dieses Schreiben irgendwie ein Joke ist, habe dann aber irgendwie das quasi gegoogelt, habe dieses Bild gesucht und habe das in zahlreichen auch seriösen Quellen gefunden. Es ist bis heute nicht ganz klar, wer das durchgesteckt hat oder ob das mit Absicht veröffentlicht wurde. Klar ist aber, das stimmt. Deswegen immer gut, zwei Quellen zu haben. Wenn ich diese zwei Quellen mir suche, dann ist es immer gut, auch darauf zu achten, dass die aus unterschiedlichen Spektren sind. Also, dass ich nicht irgendwie zwei Kämpfer von derselben Einheit haben das getwittert oder so, sondern dass ich wirklich schaue, die Miliz hat es getwittert, aber ein Journalist hat es eben auch gebracht, dann ist es wahrscheinlicher, dass es stimmt. Also, wenn ich solche Quellen mir anschaue, muss ich mich auch immer fragen, sozusagen, woher hat die Quelle die Info? Habe ich diese unterschiedlichen Spektren bedient oder ist das eh alles ein Brei, haben die voneinander abgeschrieben? Ist die Quelle lange bekannt? Wer glaubt der Quelle noch? Und was eben auch immer wichtig ist, ist die Gegenseite zu checken. Sepp hat es vorhin schon mal angesprochen, Ras Al Ain, da wurde relativ schnell vermeldet, dass die Stadt eingenommen ist. Wir hatten unser Team nur 30 Kilometer südlich, da ist dazwischen nur freies Feld und das ist man mit einem Panzer schnell gefahren. Deswegen haben wir uns dann da natürlich Sorgen gemacht, konnten dann aber über einen Check mit der Gegenseite relativ schnell feststellen, dass die kurdischen Einheiten munter Bilder aus Ras Al Ain aktuelle getwittert haben, die eben gezeigt haben, dass die da noch vor Ort sind. Deswegen muss man sich auch immer fragen, welches Interesse hat eine Quelle eigentlich, irgendwas zu vermelden. Und da ist es natürlich klar, dass Kräfte, die der Türkei nahestanden, natürlich gerne schnell Erfolgsmeldungen produziert hätten. Am Ende hat sich aber herausgestellt, dass sie nur ein Industriegebiet im Prinzip am Rande der Stadt eingenommen hatten. Da ist auch nochmal interessant mit dem Leopardpanzer. Wir haben vorhin schon angesprochen, was wissen wir eigentlich und was wissen wir nicht. Das Spannende da war ja auch, nicht nur werden die Panzer dort eingesetzt, also schlimm genug, wenn die sozusagen an der Seite von Islamisten dort eingesetzt werden, aber die Frage war, hat die Türkei ihren Vertrag verletzt, den sie mit Deutschland hat, nämlich diese Panzer weiterzugeben oder nicht weiterzugeben. Und da war es dann eben so, dass natürlich mehrere Seiten das spannend beobachtet haben, weil das wäre natürlich ein Riesenskandal. Und kurdische Einheiten haben zum Teil relativ schnell vermeldet, dass dort Leopardpanzer eben bei den Rebellen von der sogenannten Syrian National Army, also der türkeinahen Miliz, eingesetzt werden. Und da hat natürlich dann die Bild-Zeitung einen Skandal gewittert und hat dann auch einen Sprecher gefunden von der SNA, der gesagt hat, natürlich werden wir von denen mit Panzern beliefert, das ist alles ganz prima. So, da könnte man jetzt meinen, irgendwie zwei Quellen gecheckt, Gegenseite beachtet, alles super. Und wir neigen natürlich dann dazu, auch sowas dann für bare Münze zu nehmen, weil es uns auch ganz gut ins Konzept passt, kann man schön die Bundesregierung kritisieren. Das Dumme war nur, in dem Fall haben beide Seiten ein Interesse daran gehabt, das so zu vermelden. Die Gegenseite, die Kurden, weil sie das skandalisieren können. Die Einheit selber aber auch, weil sie einfach so ein bisschen cool rüberkommen wollte, zeigen wollte, so wir haben hier diese Panzer und sind hier im Prinzip gar keine komische islamistische Miliz, die man auch auf eine Terrorliste schreiben könnte, was nicht passiert, weil man dem Irren vom Bosporus einen Gefallen tun will, sondern die wollten sich im Prinzip framen als quasi proper Armee, der man auch mal irgendwie Panzer geben kann. Das Dumme war nur, dass dann ein anderer Sprecher dieser Syrian National Army gesagt hat,
Nee, haben wir gar nicht, diese Fahrzeuge. Die gehören der türkischen Armee. Und das waren Bilder, die im Prinzip nur in der Kampfpause gemacht worden sind, als Erinnerung für die Kämpfer von der SNA. Also da muss man immer sehr genau hinschauen, wenn man solche Bilder hat, wenn man solche Meldungen hat, was ist tatsächlich da dran. Und dafür ist es eben wiederum wichtig, sich auf diese drei Pfeiler zu stützen, dass man die eben kombiniert und dann sich einer Wahrheit zumindest annähern kann. Da gibt es aber eine Sache, die man dann auch noch beachten muss, die wir zum Schluss nicht vergessen wollen. Und da sagt Sepp nochmal was dazu. Genau, also im Endeffekt ist natürlich für uns als Organisation so, wir können jetzt nicht viel darüber reden, wie macht man das eigentlich, Quellenanalyse, bla bla. Am Ende des Tages ist es so, irgendwann sind alle übernächtigt, irgendwann sind alle überemotionalisiert natürlich auch. Nicht nur wegen der Leute von uns, die da sind, sondern auch nach 5 Jahren ist man in so einer Region einfach ganz, ganz extrem emotional verbandelt. Das heißt tatsächlich, auch bei uns kommt natürlich immer eine ganz, ganz andere Unschärfe rein, mit der man immer rechnen muss, ne? Die man aus der Berichterstattung und aus unserer Quellenanalyse auch einfach ganz überhaupt nicht rausbekommt. Ja. Genau, letzte Folie. Ja, ne? Dann muss man sich halt auch immer fragen, ist irgendwer gerade biased? Das ist so das eine. Das andere ist aber auch, dass man natürlich im Eifer des Gefechts, es kommen sehr viele Informationen rein, man will natürlich sehr schnell das irgendwie umsetzen und deswegen ist es eben ganz wichtig, das ist eigentlich im Prinzip was total Simples, was aber eben, wie gesagt, im Eifer des Gefechts sehr schnell untergeht, das ist Informationen zu klassifizieren. Also wenn ich die reingeschossen kriege, dass ich mir wirklich überlege, was davon ist eine gesicherte Information, wo ich die Quelle auch kenne, und was ist einfach ein Gerücht von einer unbekannten Quelle so. Und das ist was eigentlich selbstverständlich ist, was aber dann doch sehr schnell untergeht und wo man sich wichtigerweise immer wieder dran erinnern muss. So, und letzter Punkt, ganz kurz noch angerissen, das freut sicherlich die Nerds hier in der Community, ist OPSEC, also Operational Security. Da ist es so, dass das auch was ist, das können wir jetzt nicht ausführen, das kann man nur anreißen, aber es gab zum Beispiel auch in Syrien ein paar Jahre zuvor mal das Selfie des Todes, da hat eine IS-Einheit im Prinzip ein Selfie gemacht, das ins Internet gestellt, vergessen die Geodaten zu löschen, das hat ein paar Stunden gedauert, dann war die Rakete da. Also auch das sind Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Was wir jetzt hier in der Kürze der Zeit nur machen konnten, ist, diese ganzen Themen mal anzureißen. Wir wollen eigentlich auch gar nicht groß jetzt irgendwelche Wahrheiten hier verkünden, sondern uns ging es einfach darum, mal so diese Fragestellungen in den Raum zu stellen. Und wir sind jetzt auch die nächsten Tage hier auf dem Kongress präsent und freuen uns da auch über euren Input. Wir sind im Open Infrastructure Orbit, besucht uns da an unserem Stand. Wir freuen uns über Anregungen und alles, was ihr sozusagen an Input für uns dann auch noch habt, und sind damit im Prinzip am Ende. Vielen Dank an Sepp und Sebastian und Ruhm. Entschuldigung. Wer Fragen hat, der kann bitte sich an die Mikrofone einreihen. Mein Signal Angel hat 2 Fragen. Wir müssen mal gucken, wie viel Zeit wir da noch haben. Dann bitte. Ja, danke. Ich stelle die erste Frage, weil sie mehrfach gestellt wurde. Gibt es Äußerungen der Kriegsparteien, mit welcher Begründung auch Ambulanzen beschossen wurden? Nein. Dann würden sie es ja zugeben, dass sie es tun. Das gibt niemanden offiziell zu, eine Ambulanz zu beschießen. Da gibt es keine Äußerung zu. Also meistens ist es schon relativ logisch, wer es war, weil zum Beispiel nur begrenzt Kräfte dort zum Beispiel über Luftwaffen und Drohnen verfügen. Und wenn man dann irgendwie einen Einschlag hat, der im Prinzip von einem Geschoss von einer Drohne sich rekonstruieren lässt, dann ist schon relativ klar, wer das gewesen ist. Aber zugeben werden die das sicher nicht. Dann die zweite Frage. Gerne. Wie werden helfende Zivilisten an Ort und Stelle gebracht und welche Fertigkeiten werden vor Ort am meisten gesucht? Also dazu muss man natürlich sagen, also helfende Zivilisten, Fertigkeiten, die gesucht werden, sind, wenn dann, schon hochspeziell. Also wir entsenden auch nur Mediziner, Medizinerinnen, die tatsächlich vor Ort einen Mehrwert haben. Es gibt ein existentes Gesundheitssystem, das ist zwar überlastet, aber grundsätzlich muss man auch mal überlegen, ins Kriegsgebiet zu gehen. Klingt nach Abenteuer, ist aber tatsächlich ein Punkt, der sehr, sehr viel Vorbereitung braucht. Auch wir bereiten unsere Teams sehr, sehr lange vor. Man muss bei so einer Entscheidung immer überlegen, ob man tatsächlich vor Ort einen tatsächlichen Mehrwert bringt
oder die Strukturen nur belastet. Da kann fehlen ein Lied von singen. Wenn man sich tatsächlich um viele Menschen kümmern muss, die vielleicht nur über Ausbildung verfügen, die es vor Ort auch gibt, dann ist mit Sicherheit eine andere Hilfe sehr viel sinnvoller. Was vielleicht auch noch ganz kurz wichtig ist, ist, was man natürlich machen kann, ist da Geld hinspenden und das organisieren. Das ist tatsächlich super wichtig, vor allem auch deswegen, weil das da so eine komplexe Lage ist vor Ort, ist nämlich so, dass internationale Organisationen, dass UN-Gelder, dass Gelder zum Beispiel vom Auswärtigen Amt teilweise sehr schwer dort verteilt werden können, weil man ja nicht allzu sehr den Verrückten vom Bosporus provozieren möchte und dann ja, es eben dort für die Strukturen vor Ort, für Helvas so Akkord zum Beispiel sehr schwer ist, an Gelder überhaupt zu kommen und auch für Kadus es so ist, dass für bestimmte Dinge das einfach rein spendenfinanziert funktionieren muss. Deswegen ist das natürlich eine super wichtige Sache nochmal. Ja. Also nochmal, wir entsenden dann zum Beispiel Chirurgen, Chirurginnen, die wirklich die Facherfahrung haben, auch vor Ort tatsächlich zum Beispiel mit den Kriegsverletzungen umgehen zu können oder bei uns im Feldkrankenhaus in Al-Hol, die halt dementsprechend die Erfahrung auch haben, genau, da halt mit den lokalen Mitarbeiterinnen zusammen einen Mehrwert darzustellen. Dann gebt doch nochmal bitte einen großen Applaus an Fee, Ruben und Sepp.